Hinter verschlossenen Toren fand heute Nachmittag in der Justizanstalt Graz-Kalau eine ganz besondere Fußballpartie statt. Gefängnisinsassen haben sich auf ein Spiel mit Legenden vom Sturm Graz getroffen. Schon bei der Begrüßung gab es große Augen bei den ausgewählten Spielern der Justizanstalt Graz-Kalau. Das sollen die schwarz-weißen Sturmlegenden sein. Unser Gegner hat uns auch gefragt, ob wir Borussia Dortmund sind. War ein bisschen unangenehm, aber wäre schon schön, wenn wir auch im Sturm Graz das auftreten könnten. Der Besuch hat seit über 10 Jahren Tradition. Nur 16 der zurzeit 500 Gefängnisinsassen durften sich mit den Legenden messen. Die Gesichter der Strafgefangenen im Beitrag haben wir aus rechtlichen Gründen unkenntlich gemacht. Wir fiebern immer das ganze Jahr zu. Wir fangen ja schon im April an zum Kicken. Und das hat eigentlich, wenn einer das erste Mal die Schuhe anschneidet, jeder schon den Kopf im September, Oktober. Ich bin jetzt insgesamt das 5. Mal gegen Sturm dabei. Für die Insassen ist das ganz viel wert. Unser Auftrag ist es ja, sie zu resozialisieren. Wir sind das Bindungsglied zur Außenwelt. Und ich glaube, dem Auftrag kommen wir in dem Fall ganz gut nach. Ein spezielles Erlebnis, das zumindest mit einem Tor belohnt wurde. Die Sturmlegenden haben das Freundschaftsspiel mit 5:1 gewonnen. Fußball verbindet, das hat gleich super funktioniert. Die Jungs waren super fair, hat Spaß gemacht. Für mich war es auch eine Premiere. Dass ich mal in der Kalau-Fußball spiele, hätte ich mir auch nicht gedacht, aber hat Spaß gemacht. Ja. Man sieht es da drinnen oder man hat es gesehen, die geben sich alle die Hand. Man ist auf Du, man spielt, man hat eine Gaude. Also es ist schon eine Wertschätzung. Das, was wieder ein bisschen Kraft zum Zehren gibt für die Tage, was Arena ab und zu hart sein können natürlich. Fortsetzung folgt im nächsten Jahr, dann sollten auch die Sturmkicker für die Gegner leichter zu erkennen sein. Für den einen oder anderen war das vielleicht schon das letzte Spiel. Maximal 2 Kicks noch und dann hat sich das Ganze erledigt.